Außer an mir. Geil! Oh! Alter, was bringst du denn damit? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin heute Ihr Kapitän und es geht heute zur Sky Family. Unsere Passagiere sind heute der Let's Play Jürgen. Wicked! Der Huffi. Moin! Und der Tro. Das bin ich! So, und dann würde ich sagen, geht die Reise los! Timer. Hab ich laufen? Oh, ich musste mich überlegen. Mir vertraue ich nicht. Okay, dann vertrau mir nicht. So, ich habe ja das letzte PvP-Event gewonnen und liebe Leute, ja, ich habe mir Erde gewünscht, ich meinte Grasblöcke. Ich würde sagen, ich habe gefailt und wohl eher zu viel selbiges geraucht. Eisenblock und also einen Eisenblock, den werde ich jetzt erstmal versuchen abzubauen. Ich hoffe, das geht mit der Steinspitzhacke. Nicht, dass ich den damit kaputt mache. So, ja genau, ich wollte ja noch meine Wasserrutsche bauen. Und ihr habt übrigens auch einen Eisenblock, dürft ihr nicht vergessen, ne? Ui. Tro? Nein, ich krieg den Eisenblock nicht kaputt, wir kriegen den dann kaputt. Ja, ich mach mir eine Schaufel. Ja? Mit dem Eisen. Achso, da. So, ja. Ich bin im falschen Modus. Genau, ich kann gar nicht bauen. Ach, ihr könnt gar nicht bauen. Oh, verdammt. Ich kann gar nicht bauen. Funktioniert nicht. Das geht nicht. Zero. Ja, ihr seid so schnell weggegangen. Let's Play Jürgen. Chiro. Profi. Gut. Geht. So, jetzt geht's wieder. So, liebe Leute. Ja, ich bin halt der Admin, da muss ich mich dann halt doch noch manchmal drum kümmern. Und jetzt kann ich mir endlich hier eine Schere basteln. Hammergeil, wir haben eine Baumfarm. Ja. Super. Super. Kann ich gleich mal. Und mit der Schere. Nee, da brauche ich was von, weil ich möchte eine Wasserrutsche bauen. Ui. Vergesst nicht, ihr könnt euch auch die Blätter jetzt holen, ne? Die Blätter, die riesen Blätter, Bretter. Oh, verdammt. Wie mache ich denn das mit der Rutsche? Ja, das ist die Frage, wie machst du das? So. Oh. Pochi, Popochi, wo geht's so. Denn hier, wie? So, hoch. Die Leute sehen gerade bei mir, wie ich hier einen Baum kahl mache. Wow. Und ich muss Schnee farmen. Das ist so richtig interessant. Da kannst du auch was anderes machen. Ich zum Beispiel baue eine spannende Wasserrutsche, ja? Eine Wasserrutsche? Wieso baust du eine Wasserrutsche? Damit ich rutschen kann. Okay. Macht Sinn irgendwie. Mhm, total. Vor allem für das PvP-Event. Dann rutschst du runter und irgendjemand schlagt dich und du fällst oben drüber raus. Nee, aber wenn jemand mich verfolgt, dann kann ich ganz schnell auf die Wasserrutsche gehen und hui, bin ich wieder weg. Ich habe mal kurz eine Frage. Huffi, weißt du das, wenn ich das abbaue mit der Schere? Was? Zerstöre ich dann auch, oder besteht dann überhaupt noch die Möglichkeit, da Setzlinge rauszubekommen? Nee, ich denke nicht. Verdammt! Schade, sie haben leider knapp die 1-Million-Euro-Frage nicht geschafft. Ja, ich rede gerade vom Tropenholz. ja, gut. Ein bisschen ist ja noch da, in der Hoffnung, dass ich dann nochmal das Ganze von vorne anfange. Aber hey, ich habe jedenfalls jetzt genügend grüne Blätter. Ich habe Schnee. Ich habe richtig... Du hast Schnee? So. Hört ihr die Regenwürmer husten? Gut, so, dann pflanze ich jetzt trotz alledem hier erstmal Bäumchen. Bäumi, Popoimi. Ein bisschen was zu essen habe ich auch wieder. Oh nö, jetzt wird schon wieder dunkel, ey. Oh, ich hoffe, die Mobfarm ist genügend. Jürgen, bleib stehen. Bleib stehen, Jürgen. Warte. So, ich muss hier erstmal sortieren. Wir werfen dich mit Schneebällen. So. Du triffst mich nur nicht, ne? Wieso nicht? Keine Ahnung. Dann gehe ich zum Tro rüber und bewerf den mit Schneebällen. Wieso nimmst du meinen Schnee? Der lag rum. Der lag rum. Nimmt einfach meinen Schnee. Der lag da rum. Ja. Nee, ich brauche Holz. Ja, ich habe zurzeit keins.
Ja, das will ich ja mal sehen. Ich baue das doch gerade. Ihr habt doch da die Baumfarm. Ja und? Das war auch nur ein Scherz. Also ich suche kein Holz, nein. Ich will einfach den lieben Tro besuchen. Ja? Oh, jetzt muss ich überlegen. Und das glaubt mir auch jeder. Ich sehe es ja dann in deiner Folge. Lalala. Na gut, dass die erst in 2 Jahren kommt. Wieso? Hast du schon so viele Folgen vorher aufgenommen, wo du gestorben bist? Naja, ich bin so inkompetent. Ach Quatsch. So, und jetzt muss einfach nur noch ein Setzling runterkommen. Mist, hab keinen Schnee mehr, muss eben neuen holen. Oh, ich hab Setzlinge, Oh, schön. Mal sehen. Ja, da zieht ein bisschen mau aus. Komm, ich brauch noch mehr Setzlinge. Ein Setzling noch, komm. Ist gar nichts drin, weil das so Eventkack ist. Und ein Schwert habe ich nicht mit, sonst könnte ich hier ein paar Mobs killen. Ein Schwert ist doch in der Kiste drin. Unten ist ein Skelett. Aber ich und Mobs farmen? Nee, das können andere machen. Ich kenne mich zurück, so gut. Jürgen? Ja. Bist denn du? Ja. Ah, ich sehe dich. Pass auf, da auf unserem Hauptplatz ist ein Skelett. Ich wollte es dir nur sagen. Ich habe Eier, mit denen ich das bewerfen kann. Ja, noch ein Setzling. Juhu. Ha. Ich habe wieder 3 Setzlinge. Passt wunderbar. Habe ich. Warum ist auf unserem Hauptplatz denn ein Skelett? Wie kann das denn sein? Ja, das fragen wir uns schon länger, wieso da so Monster spawnen. Ich könnte mir jetzt ein schönes Eisenschwert machen, aber egal. Okay, ich bleib beim Tro und baue ein bisschen was ab. Also ich gehe die jetzt töten, ne? Viel Spaß. So, da packe ich die Schere hin. Dann baue ich die Wasserrutsche eben beim Tro drüben. Was? Oh, du bist ein Weichei. Gut, so. Kein Watt, Wasser. Hoppla, jetzt habe ich die Maus verrutscht und wäre fast die Brücke runtergefallen. So, das haben wir. Wie mache ich das jetzt? Dann kann ich jetzt. Schlecht. Nach meiner Wiese kann ich jetzt anfangen, meine eigene Farm aufzubauen. Wo baue ich denn die jetzt mal auf hier? Ich habe eine Kuh! Nein! Ja, Leute, das war's mit meiner Folge. Und wir hören uns am Mittwoch wieder. Aha, wie schlecht kann man sein? Oh, Hofi. Wie kannst du nur? Jungs, ich hab nur noch der Jürgi-Profi hier. Jungs, ich hab ne Kuh. Aua. Die schießen auf mich. Ja. What? Bei dir ist ein Creeper explodiert? Ja. Wie geht das? Im Wasser? Ja, die machen dann halt keinen Schaden. Okay. Außer an mir. Geil! Oh! Alter, was bringst du denn damit? Meine Familie. Alter. Das ist deine Aufgabe, Tro. Ich verzieh mich. Ei. Leute. Vielleicht nochmal was ernten hier. Ja. Alter, was hast du denn hier mitgebracht? Ich sagte zwar was von einer Monsterfarm, aber ich glaube, ich muss da auch mal die Treppe wegmachen, oder? Ja, keine Ahnung. Irgendwie funktioniert das noch nicht so. Ja doch, es funktioniert, aber die Treppe halt müsste weg. Dass die da nicht raus können. Treppe muss weg, damit die da nicht raus können. Gut. Also wenn du das nächste Mal darüber gehst, pass ein bisschen auf, ne? Ja. Alles clean. Was hat er denn hier noch? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So. Gut. Okay. Jetzt wäre es aber wirklich echt super, wenn du mich nicht runterschubsen würdest. Wo bist denn du? Ach da, nee. Da wollte ich gar nicht hin. Okay, gut. So, was wollte ich denn jetzt hier? Ach genau, ich wollte jetzt hier ein Feld machen. Und zwar so. 16 mal 16. Wo ist denn Mumu? Mumu! Nee, hi! 8x8. Ja, und die Kuh auch, bitte, ja. Jetzt brauchen wir nur noch eine Kuh, das wäre super. Und dann könnten wir nämlich dann auch Leder herstellen.
Ein Problem. Das wäre so. Ich bin ja quasi der Friedhof in Person. Friedlich. 1, 2, 3, 4. Noch ein Bier. 5. 6, 7, 8. Dann habe ich eine gute Nacht. Wo habt ihr noch irgendwas zu spachteln? Das geht ja gar nicht, was hier alles rumläuft. Haben wir? Kannst du ruhig was nehmen? Also. Du kannst ja auch gerne Kürbiskuchen nehmen. Also kannst du auch Kürbiskuchen machen. Kürbiskuchen? Mit Kürbissen und Kuchen oder wie? Du musst nehmen Kürbis, Ei und ich glaube Zucker war es oder Zuckerrohr, weiß ich jetzt gar nicht. Okay, Zucker, Ei, Kürbis. Wie schnell wachsen denn die Kirby-Dürbis? Die wachsen relativ schnell. Kürbis, Ei, Zucker. Hey, sogar richtig angeordnet sofort. Das ist egal. Hauptsache es ist im Inventar. Deswegen ja richtig angeordnet. Ja klar, ist ja auch nicht schwer. So, was sagt die Zeit? Paar Minuten haben wir noch. Ja, ne? Gut, das passt. Auch noch eine Folge für Christi Himmelfahrt 2047. Ja, kriegst du auch noch. Oder nehmen wir die erst morgen auf? Scheiße, ein Enderman. Enderman ist nicht gut. So. Jetzt ist der schöne Typ weg. Viel Spaß damit. So, 1, 2. 1, 2. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann dann dahin. Ja, so sieht das doch schön aus. Brauche jetzt nur noch Wasser und dann geht da was. Da ist es da drüber. Ja, okay. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber egal. Habe ich jetzt hier noch Eichenholz? Ja, habe ich auch noch. Gut. Das hier ist Angela Merkel. Oh, scheiße. Ach, piss doch die Wand an. Was denn? Ernsthaft. Was ist denn? Reaper explodiert. Wo? Bei uns drüben, aber zum Glück nicht so viel kaputt gegangen. Oh, ich hab Schlimmeres erwartet. Ich hab einen Bogen. Du hast einen Bogen bekommen. Das ist auch gut. Scheiße, wie da einfach nur Creeper sind bei dem Dingens, bei dem, in der Hütte. Ist ja nicht mein Haus, nicht mein Problem. So, jetzt muss ich hier Fackeln platzieren. Einmal hier platziere ich eine und einmal da. So, und jetzt... Hast du zufällig noch einen Kürbis oder... Warte mal, wir haben doch bestimmt auch irgendwas auf unserer Farm. Ihr habt doch da, auf der Farm habt ihr doch Kürbisse gepflanzt. Ehrlich? Oh. Ja. Ich hab einen Apfel. Wow, ich hab einen Apfel. An apple a day keeps the doctor away. Es sei denn, ist der Psychologe, aber das ist eine andere Geschichte. Und eine Melone. Gut, wunderbar, dann machen wir das so. Halt, ich muss noch den Eimer mitnehmen. Naja, unsere Farm ist leider ineffizient und kacke, ich komm nochmal rüber. Oh, wir haben nur noch eine Minute. Bei mir stehen zwei drauf. Ah ja, ich bin ja eine Ewigkeit später angefangen. Also zählt das Intro auch zu dem Dingens? Nein, ach nee, halt, warte mal, wir haben ja ab 2 Minuten, vergiss es, ich hab nichts gesagt. Trotzdem, wir müssten langsam fertig werden. Ja, kein Problem. Ich wollte mir noch was ausdenken quasi. Ach nein. Ein Creeper-Frühmeldesystem, ein CFS. Ein CFS? Ah. Das ist ganz raffiniert und besteht aus mehreren Bestandteilen, die man in dieser Kombination eigentlich nicht als Creeper-Abwehrsystem sehen würde. Aber zusammen ergeben sie halt das CFS. Kein Schnee abbauen. Ich kann keinen Schnee abbauen. Du brauchst dafür, ihr habt ja eine Staufel. Oh, das reicht. So. Das gebe ich euch. So, 1, 2, 3, 4. Hier.
gut, dann haben wir das da, das da. So, und jetzt noch dich hier. Und die Kartoffeln auch noch schnell anpflanzen. Gut. Ich habe noch einen Mediamarkt-Gutschein im Wert von 2 Cent. Gut, Kartoffeln sind auch angepflanzt, wunderbar. Was sag ich denn da noch? Kürbiskerne, immer noch so viele. Egal. So, alles ist angepflanzt, das heißt dann, Folge passt auch mit der Zeit. Ja, wir sind genau in Time. Jo, das wird noch schnell das CFS installieren. Halt. Ich muss... Halt, die Blätter wollte ich behalten. Wo sind eigentlich meine ganzen Blätter hin? Ah, da. Bin jetzt eben mal ganz schnell gestorben. Okay, das ist doch gut, also relativ. Gut, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mit dem Jürgen, vielleicht mit dem Huffi, vielleicht mit dem Pox, wer auch immer. Und mir bleibt dann nur noch zu sagen, ich bin euer Tro. Tschö, tschö. Pox rocks.